Sie mag die Heide, das Leben, Trash TV und ihren Paul, die vortreffliche Jenny Elvers. Hallöchen. So sah übrigens die junge Jenny Elvers als Heidekönigin. Kampf einhört. und ich habe auch noch Freunde aus der Schulzeit. Hilft das in irgendeiner? Ich meine, du bist ja dann in die, du bist ja in die große weite Welt. Hilft eine Kindheit in der Lüneburger Heide in irgendeiner Form, um vorbereitet zu sein auf all den Mist, den man nachher erlebt? Vielleicht. Also ich kenne ja nur die Kindheit und ich war ein wildes Kind. Also ich bin auf Bäume geklettert. Ich wusste sehr früh, wie man ein Schloss knackt, weil ich immer meinen Schlüssel verloren habe. Ich konnte früh Auto fahren, ehrlich gesagt. Und so weiter und so weiter. Und Traktor fahren wahrscheinlich. Natürlich. Wenn du noch mal jetzt das Leben zurückgehen könntest, wenn ich meine, diese klassische Biografie, die man doch dort hat, man heiratet dort den örtlichen Sparkassen irgendwas oder so und hat ein paar Kinder und zwei Hunde oder so. Wenn du rückblickend noch mal sagen würdest, war das richtig, trotzdem in die große, weite Welt zu gehen mit allem drum und dran? Warum? Absolut. Weil ich ein total aufregendes Leben habe. Und wenn ich jetzt zurückschaue, und das, ich werde ja nächstes Jahr 50, muss ich sagen, ja, super, mit allem drum und dran. Weil ich habe wirklich mich viele Sachen auch getraut. Ich bin sehr früh ins Ausland gegangen, nach Japan gegangen. Und habe immer gesagt, oh ja, kann ich. Und wenigstens ausprobiert. Also als ich da mit Heidekönigin, um mal da nochmal hinzukommen, geworden bin, eigentlich hätte ich, das war an einem Wochenende, eigentlich hätte ich an dem Montag drauf, die Woche drauf, eine Ausbildungsstelle gehabt als Krankenschwester. Also ich wollte immer Theologie studieren, wollte immer Pastorin werden und hatte aber keine Lust, noch das Abitur zu machen. Ich hatte einen sehr guten Realschulabschluss und habe gesagt, oh komm, dann mache ich eine Ausbildung und Hauptsache irgendwie weg und in die große, weite Welt. Und wäre eigentlich am Montag sozusagen, hätte ich meine Stelle am Martin-Luther-Krankenhaus irgendwie angefangen, als Auszubildende zur Krankenschwester. Ja, ist nicht so geworden. Danach habe ich aber sehr oft die Krankenschwester gespielt. Und auch jetzt wieder, kommen wir gleich noch dazu, mit deiner Fernseharbeit auch jetzt zuletzt. Aber das heißt, du hast aufgrund der Wahl zur Heidekönigin das geschmissen? Ja, es gibt ja, also da hatte ich auch dann eben die Einladung nach Japan, eigentlich nur als Heidekönigin, war dort aber sehr präsent in den Medien. Die fanden das irgendwie ganz lustig, da die große Blonde aus Deutschland. Und hatte dann einen Modelvertrag in der Tasche und bin dann immer wieder rübergeflogen. Und irgendwann war es dann so weit, dass ich gesagt habe, ich glaube, ich gehe doch zur Schauspielschule. Ich traue mich jetzt. Und das hat mich natürlich ein Stück weit erwachsen gemacht. Aber ich habe mir immer gesagt, ja, mach ich mal. Ich habe deinen Paul, deinen Sohn, ich gucke ja, wie andere verlorene Seelen. Ich meine, Frau Gummich guckt zwar nur Bachelorette, aber ich tue mir ja Wilderes an, indem ich Kampf der Reality Stars. Das hast du gesehen? Ja, ich gucke Dschungelcamp ein bisschen weniger. Ich habe Sommerhaus geguckt und Kampf der Reality Stars. Gerade in Corona-Zeiten war natürlich eine Reality-Sendung nach der anderen, ne? Ja, genau. Und ich bin ja so eine Dumpfbacke. Ich gucke da. Also ich gucke nicht alle so diese ganzen. Man muss keine Dumpfbacke sein. Ja, aber man kann einfach auch die Zerstreuung mögen. Ja, aber es ist trotzdem Elendes zu tun. Also wenn ich Leuten sage, ich habe Kampf, wie siehst man du das? Man schämt sich ein bisschen. Nein, das nicht. Doch. Ich schäme mich nicht. Aber ich merke, dass die Leute das nicht gerne haben, dass die lieber es anders sehen. Dein Sohn war dort und wurde als Erster rausgewählt. Das hat mich erschüttert. Du hast dein Buch geschrieben, wo auch der Tipp, ein Kapitel drin ist, da ist der Sohn zu sehen und wo drin steht, wie kommt man weiter? Hast du ihn schlecht beraten? Nee, das kommt natürlich auf die Sendung drauf an. Also es gibt ja Sendungen, da wählt das Publikum. Und das sind natürlich die Sendungen, wo du einfach auch aktiv dann was tun kannst. Aber bei einer Sendung, wo deine Mitkandidaten wählen, wählen sie natürlich taktisch. Und jemand, der jung und sportlich ist und wo es um Prüfungen geht, der hat natürlich da wenig Chance. Du, aber es war damals, als er die Sendung gemacht hat, war gerade schön Lockdown seit, weiß ich nicht, gefühlt Monaten. Die Anfrage kam, glaube ich, im Februar und er konnte dann für drei Wochen nach
Thailand gehen, mitten im Lockdown, Spaß haben und irgendwie dafür noch Geld bekommen. Ich konnte es verstehen, dass er es gemacht hat. Absolut. Also, warum soll er sich nicht ausprobieren? Warum? Ich meine, wenn man so Biografien von anderen Leuten sieht, wo es bei den Eltern nicht so klassisch zu und her ging wie Papa und Mama und alle gehen ihrer Arbeit Tag und Nacht und so. Und du hattest ja ein etwas spannenderes Leben und so, was dann auch manchmal... Ich hoffe, ich habe es noch. Hör mal. Ja, ich habe es jetzt versucht, euphemistisch auszudrücken. Also es war ja zwischendurch auch irgendwie und da kam wieder das und das stand über dich. Ich habe mich gefragt, wie du das geschafft hast, dass das so ein freundlicher, zurückhaltender junger Mann ist. Weil öfter wird dann erzählt, ja, ich hatte es nicht immer leicht und so. Wie hast du diese Kontinuität dem Kind beigebracht, dass du offenbar immer da warst? Oder? Ich war immer für ihn da. War immer für ihn da und ich bin mit großer Ehrlichkeit mit meinem Kind umgegangen. Und Paul ist klug. Der hat verstanden, dass es Menschen gibt, die vielleicht eine Schwäche hier und da haben. Und ich glaube, wenn man seinem Kind das nicht verheimlicht, sondern so, das ist meine Schwäche, ich bemühe mich, das zu ändern. Ich kann es gar nicht an dieser Stelle versprechen. Und er dann auch sieht, stimmt, macht sie. Macht sie und ist sehr, sehr gut dabei und sehr ehrlich. Dann hast du, also da kriegst du so viel zurück und so viel Liebe und so viel auch Respekt. Und dann kannst du einfach auch einen Menschen in diese Hoffnung auch mitgeben. Und Paul ist, wie gesagt, erstens ist er klug und der ist sehr empathisch. Und das gefällt mir, das ist und mir als Mutter sehr viel wichtiger in der Erziehung, dass jemand wirklich menschlich ist, reagiert, dass jemand wirklich zuhören kann und so weiter, als dass er irgendwie ganz klar das BWL-Studium und dieses und jenes und das macht. Nee, Telefoniert ihr ganz oft dann zusammen? Seid ihr so? Täglich, natürlich. Täglich? Also, ich bin ja sehr viel nicht da. Ja, ist so. Dann also morgens, das ist eine kurze Nachricht mal oder gute Nacht, sagt man. Ja, ist mir wichtig. Nennst du ihn einfach Paul? Ja, ein Paulchen ist er ehrlich gesagt nicht mehr. Der ist einen Kopf größer als ich. Also. Du hast keine großen Namen. Ja, aber das verrate ich hier doch nicht. Och, jetzt also ich meine, Mama ist ja schon an manchen Stellen peinlich, aber das möchte ich jetzt wirklich nicht. Wie nennt er dich? Mutti. Mutti? Naja, oder Mutti oder Mama. Hättest du, als Paul noch ganz jung war, dein Kind in einem Fernsehfilm mit schlechtem Essen zum Weinen? Niemals. Also Paul war auch dich traumatisiert. Paul war auch viel... dabei bei Dreharbeiten, also gerade haben wir haben drüber gesprochen, ne? Also ich weiß nicht. Ab dem Moment, wenn die in die Schule kommen, bist du ja gebunden, aber so die Zeit davor war ja sehr, sehr viel dabei und das war dann mal ganz schnell auch mal so, ach, wir brauchen noch mal und der ist ja so süß und auf gar keinen Fall. Und schon gar nicht künstlich durch fieses Essen zum Weinen gebracht. Schon gar nicht, das reicht ja, wenn ich gekocht habe. Danke, Jenny. Es gibt eine neue Sat.1. Ja, Frau Hegenbart, sagen Sie aber das. Aber Frau Hegenbart hat das doch gar nicht so gemacht. Ja, ich weiß. Beleidige doch nicht unseren Gast, Mensch. Nein, nein, aber ich wollte, dass sie es weitergibt an die verlorenen Seelen ihrer Produktion. Das Hopfen und Malz verloren. Okay. Die Herzblutaufgabe, Promis in der Pflege. Ich habe es mir wieder so küchenpsychologisch gedacht, da du ja schon ziemlich viel erlebt hast. Ist das etwas, was du aushältst? Weil es geht ja um Frühchen und es geht ja auch um Leid und so. Hat dich all das, was du erlebt hast, gut und böse, hat dich das hart oder weich gemacht? Ich glaube beides. Ich glaube, es hat mich an manchen Stellen empfindlicher gemacht. Also das habe ich zumindest auch bei diesem Projekt, was ja über... wirklich Wochen ging. Da geht Promis in der Pflege. Also ja, das ist natürlich, das klingt sehr plakativ, ist aber tatsächlich jetzt, der Versuch, dem sehr nahe zu kommen. Also ich muss dazu sagen, wir hatten vorher natürlich so ein paar Tage wirklich eine kleine
Einführung in die Pflege, wie bettet man Menschen um und so weiter und mit der Hygiene und so, also was alles dazu gehört. So, und dann ging es los, dann sind wir so zugeteilt und eingeteilt worden auf Stationen und hatten jemand an unserer Seite, aber haben auch tatsächlich wirklich diesen Schichtdienst, diesen ganz normalen Schichtdienst, sind wir mitgelaufen, haben wir mit angepackt und uns eingebracht. Also jeder so, wie er natürlich kann. Und ich war in der Geburtshilfe auf der Säuglingsstation, aber auch auf der Frühchenstation. Und ich muss sagen, neben den ganzen Routineabläufen, die man so hat, haben mich manche Situationen so schnell so zum Weinen gebracht, wo ich echt dachte, oh Gott, was ist denn jetzt los? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also es gab zum Beispiel, wie gesagt, ich war eigentlich auf der Geburtsstation, dann hieß es so, jetzt kannst du aber auch mal auf die Frühchenstation, müssen ja auch mal die Eltern das Einverständnis natürlich geben und kannst ja auch nicht mit jedem drehen und so weiter. Und dann gehst du rein und es riecht schon ganz anders. Und die Geräusche sind ganz anders. Und das hat mich so gepackt, weil du hast das Gefühl, der Tod sitzt auch mit da. Ja. Ab 18. Oktober ist das zu sehen. Auf Sat.1. Wir sind sehr gespannt, dich dort bei der Arbeit zu sehen. Vielen Dank, dass du heute Abend da warst. In 18 Jahren wieder, wenn ich da noch lebe. Jenny Elvers, meine Damen und Herren, heute auf dem Riverboot. Vielen Dank.